Nein, eine Kostverächterin ist Barbara Schöneberger nach eigenem Bekunden nicht. Ich bin da auch wie ein Labrador. Bei mir kommt nie der Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt bin ich wirklich satt, sondern ich bin die ganze Zeit in so einem Bereich, wo ich mir denke, ich könnte schon wieder. Ja? Und, aber es ist nicht krankhaft, sondern es hat was mit Genuss irgendwie zu tun. Jetzt hat es die charmante Moderatorin kulinarisch nach St. Wendel verschlagen. Das ist für mich eine ganz besonders tolle Gelegenheit, mal hier in der Gegend vorbeizuschauen, weil meine Eltern kommen nämlich aus Zweibrücken, was ganz nah an der Grenze zum Saarland liegt und ich deswegen mich fast schon ein bisschen hier zu Hause fühle. Grund Nummer zwei, jetzt macht sie auch noch Eis. Denn sehr dort schön. Im Saarland steht Charlottes Eismanufaktur. Es soll geschützt sein und trotzdem geil aussehen. Als Botschafterin und Unternehmerin hat Barbara Schöneberger dann auch gleich selber Hand an die Produktion gelegt. Das ist das Schönste, was ich hier gemacht habe. Dass sie das Endprodukt probiert, versteht sich natürlich von selbst. Boah, schmeckt so geil. Das hat mich eben so überzeugt, dass im Erdbeer-Joghurt-Eis halt Erdbeeren und Joghurt drin sind. Wie es sich gehört, testet sie Charlottes Eis dann auch beim Endverbraucher persönlich. Mmh. Oh, das sind die Reaktion erhoffe ich mir. Ich habe einfach Lust daran, Produkte, die mir gefallen, auf meine Art und Weise auf den Weg zu bringen. Dazu bin ich eben Unternehmerin inzwischen und eben nicht mehr nur irgendeine Maus, die man halt bucht und die sich vorne an den Bühnenrand stellt und ein enges Kleid anhat. Möchte aber weiterhin auch die Jobs mit den engen Klamotten noch machen, wenn es irgendwie geht. So nett in St. Wendel.